Was wollen Anleger eigentlich? Klar, ihr Geld soll eine hohe Rendite bringen. Doch ist das schon alles? Nein, auch das Thema Nachhaltigkeit spielt mittlerweile eine wichtige Rolle. Die Investition soll auch etwas Gutes bewirken. Sogenannte grüne Investments, also Anlagen in erneuerbare Energien, stehen deswegen bei vielen hoch im Kurs. Die Frage ist nur, welches grüne Investment ist wirklich empfehlenswert? Wer nach ökologisch und sozial verantwortlichen Anlagemöglichkeiten sucht, steht früher oder später im Wald. Genauer gesagt im Holzinvestment. Denn der erneuerbare Rohstoff Holz gilt unter Finanzexperten als starker Wachstumsmarkt. Sowohl in der Industrie als auch im Privatbereich wird Jahr für Jahr mehr Holz verbraucht. Die Nachfrage steigt und davon können Anleger profitieren. Die Finanzexperten der Kicksmart Asset Vertriebsgesellschaft raten daher zu direkten Bauminvestments. Mit dem Produkt Family Trees erwerben Anleger professionell bewirtschaftete Bestände in Litauen. Diese bestehen aus Espen, Robinien und Wildkirschen. Und die Kosten sind überschaubar. Der Mindestkaufpreis liegt zwischen 600 und 5500 Euro, je nach Parzellengröße. Der finanzielle Ertrag kann sich in jedem Fall sehen lassen, denn die durchschnittliche jährliche Renditeerwartung beträgt zwischen 6 und 12 Prozent. Mit Bauminvestments fördern Investoren also nicht nur aktiv wichtige Baumbestände, sie profitieren auch von überdurchschnittlichen Renditen. Produkte wie Family Trees von der Kicksmart Asset Vertriebsgesellschaft gehören daher zu den derzeit attraktivsten Optionen im Bereich der grünen Investitionen.